Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von SnowRunner. Mit dabei ist immer noch der Fuchs Nobby. Hallo. Hallo. So, ja, Nobby geht umbauen. Genau. Auf hoch und ich baue die Stahlträger hier rein. Richtig. Oh. Weil wir haben jetzt anscheinend die letzte Quest für Michigan, USA. Michigan, denn zum Teleen. Anhänger lösen. So. Montieren. So, du hast einen Kran dabei, ne? Ich mach meinen ab. Montieren. Abmontieren. Na komm. Ah, jetzt ja. Eine Insel. So, der Weg ist ganz schön weit. So, ein Anhänger. Boah, na gut. Ich will auf dem Weg mal noch ein Upgrade mitnehmen. Du kannst ein Upgrade mitnehmen, Junge. Ja, mach ich so. Liegt quasi auf dem Weg. Ah ja, hier rumfahren. Auch schön. Du kannst fahren, wo du willst. Außer du kommst da, wo ich kann fahren, wo ich will. Ihr habt's gehört. Ihr habt's zuerst gehört. Ja. Ihr habt das zuerst gehört. Wo ist das Landinger? Lieferung. Bohrplatz. Ich habe jetzt nämlich die Sattelkupplung hoch hinten drauf. Sattelkupplung hoch. Du bist ja richtig geflogen, Junge. Ganz schwere Geräte hol ich gleich. Ja, ich bin richtig geflogen. Du bist ja richtig geflogen. Ach, halt. Mit den. Ich kann da noch ein anderes Getriebe oder so einbauen. Aber wo muss ich auch lang? Das Offroad-Getriebe kann ich ja einbauen. Das Offroad. Das Offroad gibt Triebe. Oh. Ach Gott, die ganzen Anhänger, die rumstehen. Ja, wird ja lustig. Fuchs, der hat die Werkstattpfeile verlasse. Ja. Die ist ja richtig scheiße. Das will ich nicht. Wie der Offroad-Getriebe? Ja, das finde ich cooler. Ein Getriebe kann ich mehr pacen. Ja, aber ist der Offroad-Getriebe nicht schöner, um irgendwo durchzukommen? Ja, das ist stärker, aber ich habe ja kein Problem mit Stärke. Ich habe ja genug Power. Das Offroad-Getriebe halt hat drei verschiedene Niedriglastgänge quasi, ne? Also Schwerlastgänge. Okay. Aber nur 4 Gang generell. Und das Schnellgetriebe hat 8 Gänge. Und der, sag mal, der Hochleistungsgang, der ist schneller, wesentlich schneller. Mhm. Also ist das Offroad-Getriebe gar nicht so dolle? Das Offroad-Getriebe ist halt widerstandsfähiger. Weil ich nie Probleme hatte mit dem Getriebe. Dann geben immer Reifenfederung oder Motor kaputt. Okay. Oder nicht? Ja, da sagt ja gut, aber wenn ich das mit Widerstand meinen, kann ja sein, dass ich mit Widerstand auch meine, wenn du halt irgendwo. Ja, kann sein, dass generell fängst. Widerstandsfähiger wird, das kann sein. Nee, da ist schon Widerstandsfähigkeit von Schaden gemeint. Okay. Ja gut, dann ist ja kein Problem. Eben. Oh, Nobby. Ich bin gleich im 8. Gang. Nobby, ich war gerade im 7. Oh, ich war 60. Was? Nobby, ist das fast. Muss ich saufen bei der Arbeit? Nobby. Chef. Ach, ja, Nobby. Alles gut. Hat hier auch, ne? Hat hier auch ein Ballad. Hat so. Gerade knapp 65 Kalken. Ist das Meilen oder Kammer? Meilen. Kammer. Nee, in dem ist es Kammer. Schade, ich dachte, wenn du 88 Meilen reichst, dann kannst du da kannst du eine Zeit reisen. 80 Meilen mit dem LKW. Hm.
Wo? Wo ist ich lang? Und hier. Das fängt ja schon mal gut an. Wo muss ich lang? Bestimmt hier. Halbe Stunde später. Ich glaube, da war doch nicht richtig. Naja, was wird denn? Navi. Panorama haben wir so gefunden. Ohne Navi. Was? Panorama haben wir ohne Navi gefunden. Rock am Ring verstanden oder sowas. Was? Rock am Ring haben wir auch so gefunden. Rock am Ring, richtig. Das war da unten stehen Container rum. Was ist denn da? Die Rini da Big Brother oder steht, was ist da los? Weiß ich nicht. Was ist denn da los? Na klar. Haben wir mal so gefunden. Ja, haben wir mal so gefunden. Mit der Flasche Korn. Und dem Stange Malboro haben wir hier so gefunden. Stange Malboro. So, was haben wir denn hier für ein Upgrade? Freeway-Getriebe für Jahr 87. Hammer H2. Scout 800. Was? Jahr 87? Für den Jahr 87. Ja. Ja, den ich da hab. Nee. Scout. Das sind alles Scout-Upgrades hier. Ach so, toll. Das sind wir dann nur ein dich hier. Was? Ja, da waren fast alle Scouts, aber das ist ein Upgrade. Okay. Wo hat gesagt, Drummond Island verlassen? Drummond Island. Island. Dramatische Kamerafahrt. Dudum, 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 dudum. Wow. Episch. Crazy. For you. Total abgefahren. Brandheiß und total übertrieben. Monsterübertreibung. Monsterkill. Miau. Das ist Miau? Hast du eine Katze überfahren oder so los? Miau. Ganz viel so. Fette Katzen noch. Miau. Ja, nee, da war der Brrr. Was brauchen wir nochmal? Stahlträger zweimal? Ich glaub schon. Guck mal rein. Guck mal rein, Junge. Weg, weg. Weg mit dem Alten. Stahlträger zweimal, ja. Und die müssen dahin. Zum Bohrplatz. Alter, Falter, das ist aber ein Weg. Ja, ich komm dir gerade entgegen auf dem Weg, die Straße da hoch. Mensch, die Markierung funktioniert ja super hier. Ja, manchmal backt die so irgendwie zum nächsten Punkt da ja, rum, einfach ne? Irgendwo hin so. Klickst da hin und backt die so naja. Da. Finde ich auch ein bisschen komisch. Ja, wir sind in dem Quest-Step noch Alter. Nicht. Die kannst du nämlich auch nicht abgeben, die musst du nur daneben stellen. Ja, ich weiß. Aber Jiminy, Gott, wie sie nicht da hinkommen. Bobby. Was denn? Bobby, das ist aber ein Weg dahin. Bobby, da habe ich. So, einfach die Straße hier runter, über die Dingens. Bobby, da fahre ich aber anders. Hä? Bobby, ich fahre anders. Wo fährst du denn lang? Bobby, ich fahre anders. Also. Fährst du da durch die Suppe oder was? Bobby. Lass mich machen. Ja, ich weiß, wo du lang fährst. Du bist durch den Fluss, aber du bist völlig krank. Nee, ich fahre nicht mal den Fluss. Oh, da geht über den Fluss? Du kannst auch oben über den Fluss fahren, glaube ich. 2, 1, Risiko. Dark Queen Dark. Das mache ich euch dann mit dem anderen auch. Fährst du auch da drüber? Ach komm, weißt du was? Ich bin gerade schwer dazu geneigt, das zu tun. Komm, Nobby. Wir nehmen einmal ab. Ich muss erstmal noch dahin. Ich komm gleich. Wanne-Ruhe. Das ist der Schlachtruf. Wanne-Ruhe. Ich auch gerade sagen. Wir müssen Wanne-Ruhe rufen, dann wissen wir alle, was gemeint ist. Genau. Wanne-Ruhe. Haben wir jetzt den schweren oder leichten Weg? Wanne-Ruhe. Mit den schweren oder den richtig schweren Weg, den Wanderurgeweg. Ah, du siehst dann nur noch, wie die Mütter ihre Kinder von der Straße nehmen. Oh Gott! Wanderurge, oh nein!
Von wegen Ragnarök, ey, Wangerunge. Wangerunge. Haben die Wangerunge gesagt? Haben die haben nicht gesagt, oder? Haben die. Sind die wahnsinnig? Oh Gott. Fliegeralarm. Ich wollte gerade sagen, übergeben die Reden an. Fliegeralarm, alle. Notstopp rausgerufen. Mutter holt die Kinder rein, der Gore-Tax hat den Führerschein. Das ist meine Ohren. Meine Ohren! Der Tag des jüngsten Gerichts ist angebrochen. Nicht nur der Tag des jüngsten Gerichts ist angebrochen, auch meine letzte Flasche Korn, Junge, wir müssen da durch. Oh Gott, das ist aber cool. Du hast schon vor 4 Flaschen gesagt, dass die letzte Flasche Korn. Oh, frag nicht, Junge. Nobby, frag nicht. Das stimmt doch dann nicht. Nobby, pst. Das ist die Wanderungsflasche. Oh. Was hast du gemacht? Wanderung. Boah, hast du richtig Wanderung gemacht? Das guck ich mir an. Da liegt er komplett auf der Seite. Einmal rumgeschmissen, die Kiste. Ich glaube, ich fahr da nicht lange. Ich fahr, glaube ich, den sicheren Weg. Hallo, Hilfe. Ja, ich komm. Warte. Hey, Moment, aber mein Motor läuft noch. Echt? Hey, ja. Warte mal eben, ich kann mich selber abstecken, glaube ich. Der Motor läuft doch. Ja, dann zieh dich doch. Ja, versuche ich gerade, aber der Baum hält nicht mehr. Die müssen einen Baum pflanzen im Wald. Die müssen einen größeren Baum stellen. So, oder? Da, und? Oh. Warte mal, ich muss mal kurz die Fracht neu verladen. So. So, Wanderung geht weiter. Let's go. Oh. Oh, warte mal. Ja, dafür ist halt die Pritsche ganz gut, ne? Weil der kann nicht so schnell runterrutschen. Ja, ist richtig. Ah, mein Auge. Warte. Was jetzt? Weiß ich nicht mehr, Mann. Mein Auge hat gerade gejuckt. Ah, scheiße, was ist denn das? Ah. Wie kannst du so einen Wimper im Auge haben? Ah. Da piekt dann immer. So. Erster Teil von Wanderung. Ja, wir hatten kein richtiges Titellied, deswegen mussten wir eins entfremden. Und kennt doch keiner mehr. Wenn ihr das noch kennt, schreibt es in die Kommentare. Richtig. Aus welchem Star Wars Teil war's? Ich hab gerade Herr der Ringe. Du meinst doch da, wo der Junge mit dem Blitz auf den Stirn war, ne? Genau. Genau. Okay. Ja. Wo Gabagan läuft. Richtig. Ja. Und Merlin. Und Merlin. Und weniger Lin. Hartmut und Weichmut. Hartmut und Weichmut. Kann man hier überhaupt durchfahren? Ich sehe nur einen Anlegersteg. Ja, ich, deswegen. Hey, das ist aber. Ich weiß nicht, ob du da lang fahren kannst überhaupt. Ah, ich komme auch von aus, ne? Oder kann alles. Also es ist so ganz schön dunkel geworden. Ich glaube, desto dunkler wird, desto sicherer kann man da lang fahren. Desto mehr sieht man auch beim Fahren. Das ist wichtig. Das Licht spiegelt auch nicht im Wasser, deswegen sieht man dann mehr. Richtig. Kommt man da überhaupt runter? Da kann man langfahren? Weiß ich nicht. Nur wieder, du ist das Moped schon, ne? So weit ist das nimmer. Nee. Das Problem ist, wenn er jetzt. Oh, wenn er hier. Oh, wow. Wenn er hier aber. Wenn er ihn jetzt umschmeißt, dann aber. Das ist aber. Ernsthaft noch. Komm, wir probieren's! Je lauter man schreit, desto einfacher wird's. Was, schon, ist schon versenkt? Jetzt will der Motor aber auch nicht mehr. Was? Jetzt will der Motor aber auf einmal auch nicht mehr. Oh. Hört mal. Ist richtig abgesoffen.
Ich warte, ich fahre ihn kurz mit dem anderen rüber. Wärst du mit dem P12 rüber? Ja, dann, nee, P16. Ah, mit dem P16. Ja, dann, also, jetzt fahre ich die ganze Strecke mit dem Eierkopf darüber, dann berg den wenigstens bis zur Talsperre und fahr von da aus runter, ist einfacher. Wie von der Talsperre? Hä, wieso, ich muss nur rausfahren? Hä, was? Achso, ja, muss ich mal darüber fahren. Ich hab gedacht, du fährst dann jetzt über die Bohrstation, über die Farm, über die Bohrstation und holst den dann. Egal. Ich hab mal einen Weg im Kopf. Mach du mal. Ist egal, morgen schon. Naja. Vertrau dir nicht. Ich weiß. Aber du machst das schon. Genau wie. So. Ja, bin da vor der bei mir. Weißt du, ob der Kran irgendwie, den ich da dran hab, die Betonplatten hochheben kann? Kann der. Kann er? Aber nicht weit. Muss schon daneben stehen quasi. Also muss eigentlich Anhänger, dann du und dann die Betonplatten. Weil sonst hätte ich dann echt mit dem P12 dahin fahren müssen, ne? Ja, du kannst jetzt nicht die Betonplatten. Also wenn du jetzt der Anhänger da steht, dann die Betonplatten da liegen und dann dein Auto da steht, dann kommst du da nicht ran. Der Anhänger, weißt du? Okay. Dafür ist die Reichweite nicht groß genug mit dem Ding. Weißt du, wo ich den P12 gepackt habe? Keine Ahnung. Warte mal. Achso, doch, ja klar. Der steht auf der dritten Karte von hier. Ist der vielleicht näher dran? Mal überlegen. Nee, der ist am weitesten weg. Echt? Den musst du bergen. Ja. Ich hab gedacht, weil der einen richtigen Kran dran hat. Kannst du den P16 nicht auch anbauen? Naja, bringt ja nichts. Muss ich auch bergen und das mal hin. Oh, gut. Na komm, weißt du was? Probierst du es mal aus. Fahr jetzt erstmal nochmal dahin. Und dann gucken wir, ob das klappt. Ob ich mit dem kleinen Kran die hochheben kann. Die Betonplatte kannst du auf jeden Fall darüber legen. Naja, deswegen. Kann ich ja. So. Ja, das ist den großen Rosch hier am Start. Soll ich noch hupen? Ja. Oh, Brücke stabil, ich hab Hupe an der Brücke. Brücke ist nicht zusammengebrochen. Das hab ich gehört gerade. Hast du gehört? Ja. Ja, und du warst auch an der Brücke. Ganz gleich im Hintergrund. Mission Wanderung läuft noch. Ist doch ein Krankenwagen? Mit dem Bausattel anhängen durch die Gegend, ne? Ist doch ein Krankenwagen? Was? Weißt du, ist doch ein Krankenwagen? Ja. Wo ist der größte Standard? Wenn du mit dem P16 hier fährt, dann kannst du so Krankenwagengeräusche. So. Vielleicht nennt man das auch. Also ich denke nicht, dass er ein Turbo hat, aber... Er hat sich auch zu Kumpeln gehört. Weiß ich nicht, Drehmoment vom Fahrzeug. Nur, ja, da kann sein. Ich muss auch richtig runter. So, mal gucken, wie gut ich mit dem hier durchkomme. Oh, Wanderroge Teil 2. Hab ich hier auch, Oh. Das war kein Problem hier. Den ganzen ohne Grund P16. Was wolltest du jetzt damit sagen? Da
Ist das nicht ohne Rund-P16 oder was wollte ich damit sagen? Er ist ja nicht ohne Rund-P16, weil der kann das und das. Der kann P16. Noch. Der kann P16 sein. Der kann ganz schön P16 sein, ja. Also, huh. Das Ding ist so P16, ja. Ja, überleg's aber zweimal. Mit dem ist es so einfacher, darüber zu fahren. Andererseits vielleicht doch nicht, weil der so breit ist. Oh. So breit wie mein Anhänger. Ja, schon ein Moped hier. Ich weiß, ich habe auch so ein Moped hier hinten dran. Deswegen ist es verdammt eng. Bin ich mal gespannt, wenn ich den normalen Weg fahre, ob ich schneller bin als du oder nicht. Sondern deine Bergungsaktion. Ich hatte. Ja, scheiße, ob du schneller warst. Ich hatte viel mehr Spaß. Den Spaß, der kann mir keiner nehmen. Richtig. Ach, dann ist gesund. Ding. Hey. Ich hab die Handbremse angezogen, was ist los? Was los? Aber merkst du auch immer, dass der kein Rad hat? Ja. Aber trotzdem kommt der relativ gut durch. Ja, aber kein Berg mehr hoch. Ja, ich komme dran, wie steil der Berg ist. Dann lass keinen anmachen, dann kommt er auf jeden Fall hoch. Ja, okay. Ey. Häng ich noch dran? Wie die doch einfach wieder hochschiebt. So, steht wieder. Wenn ich. So. Der hat schon Bums, ey. So. Er hat Power. Power. So, warte, wie wechsle ich jetzt hier auf den Kran? V? Nee. V und dann C. C. Jetzt bei dem großen anders, weiß ich nicht. Ich habe ja nur eine kleine. Ja. Warte, müssen wir ganz kurz gucken, wie ist denn dann? Ja, V und dann C drücken. Das so. Wie hänge ich denn jetzt dran? Indem du das wie so einen Windenpunkt verbindest. Achso. Und dann R. Und C gleichzeitig. Oh, oh oh. So, was passiert denn da? Nicht gucken. Hallo. Ich kann nicht, wenn einer guckt. Aber ich kann leider nicht genug weit genug reinzoomen. Ja, das ist ärgerlich. Das Stahlträger. Ach so, wenn ich ein bisschen. Na, so geht's. Liegt immer noch auf der Seite. Jetzt ist er gerade. Wieder. Wieder? Boah, kommt man da überhaupt durch, wo du da bist? Soll ich da runterfahren? Soll ich ja, da durchfahren? Ja, Wanderoge. Okay. Alles klar. Wanderoge ist Gesetz. Wanderoge ist Gesetz. Hast du F und C gleichzeitig drücken? Ne, R und C, glaube ich. Ne? R und C. Oh. C ist nämlich die Winde anziehen. Oh! Das liegt ja schon wieder auf der Seite. Sobald ich das Ding anheben will, ich. Oh. Hast du Stützen ausgefahren? Warte doch mal. Ach, herrlich. Warte doch mal. Ich hätte es doch nicht hier so. Was ist denn los? So. Jetzt doch gar nicht. Ich frag doch mal. Ja, gut. So wie. Nur eine einfache Frage. Du stellst doch immer die komplizierten Fragen hier. Ja, einer muss das ja tun. Eieieiei. So. Stützen. Naja, hab ich gemacht da. Stützen ausgefahren.
Und was? Also die Stützen irgendwann jetzt Unterschied machen. Also wenn es um die Seitenkippung geht, schon ein bisschen. Jetzt bin ich aber jetzt bin ich verspannt. Boah, hier runterbrettern ist aber auch eine Sache. Drehen. Eben senken, wie kriege ich das Ding. Also. Oh, oh. Geil, da. Der Bleich ist Gerät dabei. Ich bin quasi fast da. Sehr gut. Wie mache ich hier, wie mache ich das Ding jetzt los? Mit der Taste. Ich kann Fracht entfernen, wieso kann ich die Fracht verladen? Einmal musst du die entladen, dann verladen. Vielleicht stehen die schief. Oder nee, so. Entfernen kann ich drücken. Nee, entfernen nicht, dann machst du die raus. Oh. Ganz weg. Dann musst du die nochmal, stehen die auf einer Kante oder sowas? Die müssen mit genau drin stehen. Oh, komm. Ja. Ist nicht einfach nur drauf werfen, Feierabend. Ja, das war doch, genauso. Da sind wir so pimmelig hier drin. Stützen ausfahren. Ja, die Stützen sind schön ausgefahren. Fracht entfernen. Come on. Wieso kann ich jetzt aber nicht mehr in den. Ich komme nicht mit den Kran rein. Also. C. V und dann C. Ja, die stehen ja nicht richtig. Kein Wunder, dass du nicht verladen kannst. Bin da. Sehr gut. Oh. Und jetzt? Dein Krätchen da. Was denn? Ach, herrlich. Funst du dunkel alles hier? Nee, überhaupt nicht. Yes. Hallo. Warte, wie willst du den Arm noch da drauf kriegen? Hey, da kümmern wir uns später drum. Lass mal, dass man das hier drauf knüppelt. So, warte, wie krieg ich denn jetzt den Kran runter? Da, guck mal, ist doch fertig. So, loslassen. So. Also, ich hab, glaube ich, eine Idee, wie ich das machen könnte. Wie ich da ein bisschen unterstützen könnte, vielleicht. Fracht entfernen. Ja, ist ja super. Funktioniert ja super. Ich denn jetzt C? Ist das Game denn auch so pingelig hier? Jetzt kannst du. Ja, jetzt kann ich, pass auf. Jetzt musst du loslassen, genau. Nur fragt den Fern. Ja, dann juckel den gleich mal ein bisschen durch die Gegend und dann geht das schon. Jetzt hast du einen angekoppelt, ja, ne? Ja. Nee, warte, bleib stehen, mach nix. Okay, steh. Ich hab den Kran abgebaut. Wie, du hast den Kran abgebaut? Ich hab den Kran eben abgebaut. Was denn sowas? Ey, aber du schaffst das schon. Meinst du, die sollen den Anhängern losmachen und dann. Was ist denn damit los? Ich hab ne Idee. Achso. Du gehst auf. Ich mach den Anhänger los und du gehst oben in einem anderen LKW rein und hältst den Anhänger fest, dass er nicht runterrollt. Ja. Das ist eine gute Idee. So, und dann mach ich den hier los. Truck wechseln. Motoren. So, ist dran. Warte, wie war das jetzt hier? Wind Illusion. Nee,
Ach so. Du nee. Wahnsinnig? Ach so. Meine Winde. Das ist doch stimmt. Okay. Kran wieder herstellen. Anhänger lösen. Oh, 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 oh. Was? Da ist gerade die Winde abgeflogen, deswegen. Mach keinen Scheiß. Kurz wieder. Hä, hey, Anhänger lösen, der ist jetzt dran bei dir. Hä, hey, ich hab losgemacht, ich hänge daneben. Was machst du da? Du hast den Anhänger versalten. Ich zieh dran! Ich stell den mal hier oben mal gerade hin. Alter. Ich hab die falsche Sattelkupplung dran. Dein Ernst? Ich hab so die hohe dran. Ach so. Ja. Kannst du den dran lassen? Kann ich dich da ziehen? Warte mal, warte mal, warte mal. Oh oh. Warte, 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 warte. Lass dich bei dir hinten drauflegen? Ja, warte. Dann muss ich nochmal in V in C. Jetzt muss ich den ganzen Kapitel drehen. Na, warte, wie krieg ich den jetzt hoch und runter? F, R, ne? Ne, F. F. So. So, dann geht mal aus dem Kram-Modus raus. Kann ich gar nicht anbumsen. Geht schon. Ja. Oh. Na, langsam. Weiter. Wenn du so weit rückwärts fährst, kommst du ganz daneben, kannst du daneben stellen. wie so ein Gepäckträger, wie so ein Koffer. Ihr Gepäcktür. Guck mal, jetzt müsste da eigentlich nur ein Anhänger stehen und dann. Sitzen ausfahren. Fahren. Hast du den anderen Schattträger gedreht, dass die Winde oben war oder war die unten? Die muss ja oben sein. Ja. Warte. Warte jetzt. Ja. Ja? Also. Ja, das ist ein bisschen knapp. Muss ein bisschen zurückfahren. Nicht vorwärts. Noch ja, ist gut. Wer sitzt? Handpumpe anziehen schnell. Warte. Leertaste im Kranmodus und dann wieder auf Escape. Escape. Kran, jetzt hab ich 1 gedrückt. V. Kran wieder herstellen. Kran wieder herstellen. Ching, ching. So. Jetzt mich vorne wieder rankleben. Ja. Soll ich den noch ein bisschen weiter zurückziehen? Ah, jetzt schon. Eigentlich sollte das gehen. Meinst du, wir kommen da durchs Wasser durch? Ja, aber wir müssen da echt gut eine Kurve ziehen nach links. Wir müssen links an den Felsen vorbei. Links an den Felsen? Ja, das glaube ich, das geht das in die Hose. So. Kran ankoppeln und Kran. Acht verladen. Guck. Anhänger, so jung. Guck mal, hier doch. Soll meiner sagen, jetzt ist die nicht Frage, hin? Ob ich hier jetzt irgendwie festhalte vielleicht. Damit du nicht umkippst. Tja, wieso mehr Kabel können wir bestimmt in der nächsten Folge von Snowrunner erfahren. Deswegen gerne wieder einschalten, liken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.